Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zu GTA 5, jetzt gerade frisch auf dem PC erschienen. Ich wollte euch erklären, weil immer wieder Fragen dazu aufkommen, wie ihr denn euren GTA Online Charakter von PlayStation 3 oder was auch immer, wo ihr vorher GTA Online gespielt habt, übertragen könnt in GTA Online auf dem PC. Erster wichtiger Schritt ist natürlich, dass ihr ein Social Club Konto braucht. Braucht ihr sowieso zum Zocken. Also, wenn ihr das habt, dann ist wichtig, dass ihr mit diesem Social Club Konto euren alten Account verknüpft habt. In meinem Fall ist das die PlayStation 3 und man sieht hier zum Beispiel über mich, da sind meine verknüpften Accounts oder meine verknüpften Konten aufgelistet und da ist halt auch dabei mein PlayStation Network Account, Valle Gaming. Das ist der richtige, da ist mein GTA Online Charakter auf der PlayStation 3 drauf gespeichert und diesen PlayStation Network Account habe ich mit diesem Social Club hier verknüpft. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr hier auf Verwalten gehen und dann könnt ihr hier eure Konten eben mit eurem Rockstar Social Knopf verknüpfen. Zum Beispiel eben auch Xbox Live oder was ihr eben so braucht, könnt ihr hier an das Social Club Konto dran binden. Der nächste Schritt spielt sich dann im Spiel ab. Da müsst ihr einfach im Menü auf Online gehen und dann habt ihr auch schon ganz oben die Info-Charakter übertragen. Also es ist eigentlich das Erste, was kommt. Zurückkehrende Spieler können ihre bestehenden Grand Theft Auto Online-Charaktere und Fortschritte übertragen. Das wollen wir machen, also klicken wir da einmal drauf. Möchte ich beenden und dann gehen alle ungespeicherten Fortschritte verloren. Okay. So, jetzt werden wir aus dem Singleplayer rausgeschmissen. Und jetzt geht's hier erstmal zu den Rockstar Games Online-Richtlinien und da kriegen wir jetzt hier so ein paar Vereinbarungen, die wir akzeptieren müssen. Endbenutzer, Lizenzvereinbarung, die Datenschutzrichtlinien, die Nutzungsbedingungen und den Verhaltenskodex und so lieb wie ihr seid, lest ihr euch das natürlich alles durch. Das mache ich jetzt mal eben und dann nehmen wir das Ganze hier unten an. Ich habe die Euler-Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen, bla 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 und Verhaltenskodex. Gerade den Verhaltenskodex sollten, glaube ich, einige von euch mal lesen, die GTA Online spielen. So, abschicken, haben wir bestätigt. So, jetzt kommt, Achtung, du bist mit dem Rockstar Games Social Club Konto Valle Gaming YouTube angemeldet. Sollten bestehende Grand Theft Auto Online Daten mit diesem Social Club Konto verbunden sein, hast du die Möglichkeit, deine bestehenden Charaktere und Fortschritte zu übertragen. Das ist genau das, was ich machen möchte. Mein Rockstar Social Club Konto Valle Gaming YouTube, da ist mein PlayStation Network Account Valle Gaming drin. Und diesen Charakter, den möchte ich, oder die Charaktere von dem PlayStation Network Konto, möchte ich jetzt auf dem PC importieren. Das ist das Ganze, was wir machen wollen. Du kannst ein neues GTA Online Spiel starten oder deine bestehenden Charaktere und Fortschritte übertragen. Die Übertragungsoption kann jetzt benutzt werden oder später über den Menüpunkt Online des Pausemenüs. Möchtest du überprüfen, ob bestehende GTA Online Daten, die zur Übertragung in Frage kommen, verfügbar sind? Ja, das möchte ich gerne überprüfen. So, und jetzt sehe ich auch schon, hier ist was übertragbar und das ist auch mein einziger vorhandener GTA Online Charakter von der PlayStation 3. Den hat er also jetzt gefunden. Eine Zusammenfassung der Charaktere und Fortschritte, die zu deinem Social Club Konto gehören, wird unten angezeigt. Nur geeignete Daten werden übertragen. Möchtest du die Übertragung fortsetzen? So, jetzt sehen wir hier unsere RP, unser Geld und das Level 41. So, den würde ich gerne auswählen. Bist du dir sicher, dass du deine GTA Online Charaktere und Fortschritte übertragen willst? Deine bestehenden Daten werden übertragen, außer gekauftem Spielgeld, das noch nicht ausgegeben wurde. Alle existierenden PC GTA Online Daten für dieses Social Club Konto werden bei der Übertragung durch die bestehenden Charaktere und Fortschritte ersetzt. Das ist wichtig, müsst dadurch gut durchlesen. Lediglich existierendes Geld wird der übertragenen Summe hinzugefügt. Nur ein bestehender Datensatz pro Konto kann übertragen werden. Du kannst GTA Online nicht betreten, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Also, während euer alter GTA Online Charakter auf dem PC übertragen wird, könnt ihr nicht GTA Online spielen. Währenddessen muss man also ein bisschen warten, das kann einen Moment dauern. Und ja, das wird jetzt eben vollzogen. So, Übertragung ausstehend, die Übertragung deiner Charaktere und Fortschritte wird verarbeitet. Du kannst GTA Online... Okay, die Übertragung wird noch durchgeführt, ich konnte es gar nicht alles lesen. Bitte kehre zu GTA 5 zurück und warte. Du kannst GTA Online später erneut betreten, um zu sehen, ob die Datenübertragung abgeschlossen wurde. Alternativ kannst du die Übertragung abbrechen. Also, wenn wir wollen, können wir es auch wieder abbrechen. Wenn wir jetzt sagen, okay, mache ich doch später, weil jetzt kann ich sonst nicht GTA Online spielen oder sowas. Aber ich drücke jetzt mal auf okay, dann werden wir wieder zurückgeschmissen in den Singleplayer. Und ja... Jetzt muss man eben ein bisschen warten und dann wird das Ganze fertig sein und dann können wir nochmal spielen. So, und dann geht man ein bisschen später, ich habe jetzt ein paar Minütchen gewartet, geht man nochmal auf GTA Online und schaut mal, ob es schon geht. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine Solo-Sitzung und wir gucken mal, ob das schon funktioniert, ob die Übertragung also schon abgeschlossen ist. Das werden wir jetzt ja angezeigt kriegen dann. So, Übertragung abgeschlossen. Seht ihr, jetzt habe ich irgendwie ein paar Minütchen gewartet, zwei, drei Minütchen, bin ein bisschen mit dem Infernus rumgefahren. Und jetzt ist die Übertragung auch schon abgeschlossen und die Datenübertragung war komplett. Jetzt gehe ich auf OK. Und damit sollte das Ganze eigentlich auch schon fertig sein. So, jetzt werden wir hier... Da sind wir, links, das ist mein Online-Charakter mit dem Hut, der komische Kerl. Und jetzt werden wir hier sozusagen vorgestellt. Valle Gaming übertragen und da steht jetzt unser Level, da steht
unsere Nummer. Und da sehen wir jetzt nochmal alles in der Übersicht. Also unsere Ausdauer und was wir alles so hatten. Und jetzt kann man hier noch den Namen bearbeiten. Man kann auch zu GTA 5 zurückkehren, ja. Aber ich lasse den Namen natürlich so, wie er ist. Der bleibt bei Valle Gaming. Aber ja, das ist es eigentlich auch schon. Man wird jetzt hier also sozusagen eingeführt in GTA 5 auf dem PC. Den werde ich auch auswählen. Den möchte ich gerne haben. Wir hätten auch einen neuen Charakter erstellen können. Aber das hier ist ja mein Alter und den möchte ich mitnehmen. So, und jetzt kann man auch nochmal hier ein bisschen an dem rumbasteln. Also wenn ihr die Chance nutzen wollt, könnt ihr hier nochmal alles umstellen an eurem GTA Online-Charakter. Das Geschlecht sogar. Könnt sogar weiblich werden. Und was ihr so vererbt habt, die Gesichtszüge könnt ihr nochmal verändern, das Aussehen und so weiter. Aber die Werte der Spielfigur können wir hier natürlich nicht ändern. So, speichern und weiter. Ich bin damit erstmal fertig. Charaktername lasse ich so, Valle Gaming. Und damit sind wir fertig. Der kriegt jetzt noch ein Foto. Zack, zack. Und ja, damit ist der übertragen worden. Level 41, wir konnten noch mal ein bisschen was anpassen, das Optische. Und das war es eigentlich auch schon. Ich weiß, die meisten von euch werden das wahrscheinlich auch ohne Anleitung hinkriegen. Aber ich denke, dass viele auch am Anfang so ein bisschen Probleme damit haben werden. Und ja, deswegen kann ich es ja mal gezeigt haben. Wer das Video anklickt oder sucht, der wird ja wahrscheinlich Hilfe brauchen. Insofern habe ich jetzt mal ein kleines Tutorial dazu gemacht. Und schon sind wir mit unserem alten GTA Online-Charakter mit dem Geld, mit den Waffen und so weiter hier auf dem PC unterwegs. So einfach ist das. Schön, das war mein kleines Tutorial zu dem Übertragen der Charaktere von Last Gen auf PC Master Race. Ich bin raus, euer Valle, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch mal in meine Let's Play Videos zu GTA 5 rein. Ich bin raus, bye bye. Der PlayStation 3 war das krasseste Projekt, was es hier auf meinem Kanal gab. Mit den meisten Videos, mit den meisten Klicks, mit den meisten neuen Abonnenten. Und es war ein Hammer. Und das kann eigentlich nur noch geiler werden, oder?